und herzlich willkommen zurück zu Resident Evil 6 beim Bibel und der Kaffeekatze. Es gibt und nur eine gute Katze. Es gibt nur eine gute Katze auf der Welt und es ist die liebe Katze. Aber streng genommen gibt es sehr viele sehr gute Katzen. Sherry! Hallo! Ach, ich kann hier dran vorbeilaufen. Dankeschön, Sherry. Sherry! Ich renne doch schon. Ich renne. Jake, bitte, ich renne ja schon. Oh, gegen die Wand renne ich. Wir haben aber beide keine Waffen mehr, ne? Nee. Dieses spielt halt uns. Ich habe noch mein Elektro. Hast du gesehen? Er hat jetzt gerade gespeichert. Nicht eben. Nee, sondern nee, jetzt. Nee. Wenn du nach Osternacht dir denkst, jo, hier ist. Spielst du mein, Alter. Sie ist eine Art Lager. Irgendwie müssen hier Sachen rein und rauskommen. Stimmt. Aber auch das ist so ein klassisches Resident Evil Abschiedsszenario. Hey. Ne? Ja, komplett. Ich glaube, in Zero hatten wir das. Mit dem Aufzug. Ich will gerade wo noch? Im engeren Sinne. Einladen. Ja, ich weiß, unbedingt. Falsch dumm. Ich muss hier hin und ich muss wieder los. Vorher fahre ich nicht. Dann warten wir sehr lange hier. Ja. Das macht. Aber guck mal, wie schnell wir alles durchhacken. Das stimmt. Das heißt, dass Ada bald kommt. In unserer nächsten Ausnahme. Ist das schnell! Und es gibt kein verdammtes Steuer! Das ist alles nur wegen Geld. Siehst du, er kennt auch nicht. Er ist auch nicht. Ja, verdammt! Ich wäre auch sauer. Wie wird man denn bloß los? Na los! Wir müssen weiter hoch! Ja, mach's doch auf. Verschwinde endlich! Jetzt muss ich am Freitag aus, wenn ich auch so. Jay! Los, weiter! Oh Gott, der ist so nah an mir dran, weil ich Sherry bin. Hey, da, die Ladung! Denkst du auf, was ich denke? Nein, ich denke, dass ich das tue. Also, los! Sherry! Kannst du mit dir zusammen? Schneller! Los! Ich hab's. Sehr gut. Ist das Arschloch! Wow, Arschloch. Endlich waren wir schon fort. Ja. Hundesohn! Wir werden so viel mehr holen. Ja. Also, wir haben ja eben sehr ausgeführt. Ein vielfältiges Repertoire an Wörtern. Das ist total eigentlich. Ich hab voll die Schiene da drin. Ich auch. Jetzt merkt man, wie Spiel das ist. Das ist so viel Action. Nein! Das bringt doch nicht! Und noch was, du Scheißhau! Jetzt macht er aber hier die Beleidigung raus. Der ist aber auch hartnäckig. Ja, Nemesis ist wirklich stolz auf ihn. Aber das kriege ich nicht so gut. Ja. Mist. Ganz zufälligerweise ist da eine Macke. Hier! Eine Waffe! Na, worauf wartest du noch? Die kann sie doch eh nicht mit einer Hand abschießen. Bringen wir es zu Ende. Los. Also sie hätten da locker Zeit, sich zu küssen. Danke. Ja.
Ich glaube, das ist mehr Romantik, als wir ein ganz Resident Evil hatten, ne? Das stimmt. Ich muss auch sagen, hätte das von den beiden gedacht. Ja, doch, aber irgendwie passt es. Es wird doch kürzer, als ich dachte. Ja, ich weiß. Deswegen können wir uns das schöne Lied auch mal ein bisschen an. Ich mag das Lied in der Tat. Ich weiß noch damals, als wir das durch hatten, dachte ich, oh, cool. Und dann kam Ada. Ja. Ich habe sie jetzt konsequent einfach das gesamte Let's Play immer wieder verdrängt und vergessen. Ja. Aber Ada kriegt das auch gewuppt. Du darfst auch Hank nicht unterschlagen. Nein, natürlich nicht. Aber er ist halt Adas imaginärer Ehemann. Er ist auch wichtig. Er ist wichtig für Ada, natürlich. Aber vielleicht braucht man auch mit der Zeit, wenn man so einsamer Wolf macht, einfach einen imaginären Ehemann. Vielleicht, ja. Stellt sich bestimmt vor, dass Leon unter der Maske ist. Vielleicht ist es Leon. Ein Leon-Klon. Oh ja, die klonen doch eh die ganze Zeit. Ja. Kannst du mir einen Leon klonen? Oder einen Kids-Klon. Toll. Am besten mit all seiner Erinnerung. Wie man sich jetzt mit dieser Musik nochmal diese Szenen anguckt. So richtig passt das nicht zusammen. Nee, obwohl das Lied so total schön ist, ne? Ja, aber genau das Video. Vor allen Dingen, es ist jetzt so das Abschlusslied mit, oh, du hast das Spiel geschafft. Und dann ist Cat vom eingefallen, ach scheiße, wir haben Ada voll vergessen. Natürlich haben die Fans recht, wenn sie eine Ada-Kampagne wollen. Ach komm, lass sie uns mal dahin rotzen. Und noch schnell den zweiten Spieler mit dazu, der aber eigentlich nichts machen kann. Ich glaube, das war am Anfang auch ein Solo-Ding. Und dann haben sich viele darüber aufgeregt und dann kam Hank und dann konnte er genauso wenig machen. Dann sollte Capcom sowas einfach gar nicht machen. Aber ich finde es so schade, weil das Spiel halt an und für sich gameplay-technisch totale Grütze ist, hat so viel Story einfach den Sinn verloren. Ne? Das stimmt. Da wäre so viel Potenzial drin gewesen. Aber die Kampagne ging jetzt echt schnell. Ja, ich war auch überrascht, dass wir sie heute in drei Aufnahmesessions haben wollen. Ja. Haben wir für Leon und vor allen Dingen für Chris dort. Ich glaube, vor allem für Chris super lang gebraucht. Also da war ich irgendwie, wir waren ja bei Leon bis 16 und dann glaube ich bis 37 mit Chris und Piers. Bei Ada erinnere ich mich aber an viele echt blöde Szenen. Boot und Bienen. Mhm. Das genau. Sind nicht Minenbienen, das sind Bootbienen. Ja. Die waren doof. Das ist ja auch gefallen, immer wenn das Wort Bienen vorkommt, ist es scheiße. Ja, leider. Die armen kleinen Bienchen. Die können nichts dafür. Ach, Jake Mueller, Leute, für alle Randinfo. Jake Mueller wurde von Troy Baker gespielt, der für alle, die PlayStation-affirm sind, bekannt ist als Joel aus The Last of Us und Sam aus Uncharted. Also kein unbekanntes Blatt in der Gaming-Branche. Der hat auch den, für dich Katze, den Booker DeWitt in Bioshock. Der gute alte Booker. Ja, Troy Baker hat schon einige echt gute Rollen. Ich find's auch cool, wenn man so sein Zuhause in der Videospielbranche da gefunden hat und einfach sagt, ich bin Actor dafür. Ja. Weil wenn man sich anguckt, was Troy Baker so alles so gemacht hat, der zieht sich durch alle Videospiele, sei es eine wichtige oder unwichtige Rolle, das ist Wahnsinn. Ich würde gern irgendwann mal so einen Tier-Sidekick synchronisieren, wie in irgendeinem so Disney-Charakter, wie so ein Waschbär oder so. In Final Fantasy hättest du sehr viele Tier-Sidekicks, die du synchronisieren kannst. Du müsstest die Story noch nicht mal verstehen, weil ich glaube, im Interview habe ich mitbekommen, dass sie noch nicht mal Bildmaterial haben beim Synchronisieren. Also musst du nur den Text aufsagen. Ist ja schade. Oder unfertiges Material, wo die Haare dann zum Beispiel noch nicht richtig animiert sind. Ich stelle mir das super schwierig vor, wenn du so eine richtig epische Szene hast, wie so ein Bosskampf gegen Sephiroth und dann hast du einfach das Bildmaterial, wo keine Haare dabei sind. Tja, ja. Hatte ich mir nämlich extra angeguckt, das Interview bei Square Enix, weil mich interessiert hatte. Es gibt da eine, Yuffie heißt sie, dessen Synchronstimme ist so nervig, dass ich diese Frau einfach richtig hasse. Und ich dachte, ich kann es mir nicht vorstellen, dass die Frau wirklich so klingt. Und nein, die hat eine ganz normale, sympathische Stimme. Ja.
Aber nein. Weißt, Juffie ist einfach richtig. Die willst du von jeder Brücke schubsen, wenn du die Gelegenheit hast. Ich kenne auch niemanden, der Juffie mag, also. Kommt jetzt hier noch eigentlich nochmal die Szene mit Jake? Ich glaube ja. Und noch eine Flugzeugszene. Ich weiß aber nicht mehr, wie lange das gedauert. Es ist der letzte Abspann. Es könnte sein, dass es der längste ist. Waren die nicht alle mal gleich lang? Stimmt, wir haben alle bei dir gemacht, ne? Eigentlich müsste ich es finden. Ja, aber es ist ja auch lange her. Das stimmt auch. Das stimmt. Das war aber episch. Da habe ich dir noch extra die Abspannszene aufgenommen mit meiner alten Krücke, die das gar nicht konnte. Das stimmt. Denn Leute, man kriegt die Abspannszene nur, wenn man mit Jake gespielt hat. Sonst kriegt man die End-Credit-Scene. Also die richtige End-End-Credit-Scene. Das ist wie bei Marvel, man kriegt zwei End-Credit-Scenes quasi. Aber warum kam die dann jetzt schon mal? Bei mir, ich nehme an, weil ich Jacob nach jedem Abspann hat er mir die dann gezeigt quasi. Ich glaube, das Spiel hat einfach nicht gecheckt, dass ich in einer anderen Kampagne als Jake spiele. Ich nehme an, wenn ich Ada jetzt spiele, werde ich die auch noch machen. Ja. Ist halt die Frage, lasse ich die jetzt drin oder packe ich die rein zu Ada? Hier passt ja eigentlich viel mehr hin, oder? Ja, ne, weil das abschließend mit Jake nochmal ist. Mhm. Tja, Ada, du bist halt so ein abgesondertes Ding. Ja. Du bist nur so die Nachhut. Beiwerk, das immer irgendwie auftaucht, aber nichts leistet. Obwohl, das stimmt nicht. Sherry hat's ja wirklich gerettet, also das will ich ihr zuschreiben. Ja, das stimmt. Für die beiden war sie schon hilfreich. Ja. Aber bei Leon jetzt nicht so. Hat ein Nickerchen gemacht während der Arbeit, nicht so professionell. Das stimmt. Aber Leon hat sich auch offiziell für Helena entschieden. Wir wissen es, wir waren dabei. Helena. Man sagt es einfach so oft, du hast es schon recht, das wird man automatisch so sagen. Die hatte dann halt auch das coole Schminkhandy von Ada. Ja. Die hat bestimmt auch Lenny Kelly Schuhe zu Hause. Stimmt. Ada müsste ja Geld wie Heu haben, die hat bestimmt alles, was sie will zu Hause. Ja, wahrscheinlich, ja. Aber ich kann mir dir nicht vorstellen, dass sie gemütlich auf der Couch sitzt und erstmal so eine Runde filmt. Nee, gar nicht. Die hat bestimmt so eine super minimalistische Loftwohnung mit nur so schicken, teuren Sachen. Ja, ohne Fernseher am besten, ne? Und mit so komischen Kunstwerken. Ja, gar nicht als schon oder so. Ist jetzt viel zu laut, aber ich komme nicht in OBS rein, ohne das Spiel zu crashen. So ist das, aber ich glaube, das müsste jetzt gleich zu Ende sein, da bin ich relativ sicher. Die Musik ist so... Piotr. Ja. Das sind doch die Qualitätsmanager hier, ne? Ja, sie haben Test. Guck mal, wie viele Tester die hat. Und denen ist nichts aufgefallen beim Testen. Dürfen bestimmt nichts sagen. Ja, die Szene da in China, wo Chris rennen muss, die war gut, ja. Hat gut funktioniert. Wir sind auch kein Mal gestorben oder so. Niemals. Vielleicht war die ja manchmal auch total leicht. Und die haben gesagt, es muss viel schwerer werden. Aber jetzt sind wir am Ende. Definitiv. Ja. Digital Media Lab. Wow! Guck mal, wie viele Leute da Geld reingesteckt haben und dann ist du das dabei. Und ich weiß, dass sie nicht gedacht haben, es wird was gigantisch Großes werden. Und dann haben sie einfach alles da reingepackt. Ja. Fällt spontan kein Gameplay-Element an, das nicht drin ist. Das stimmt. Das ist wirklich alles nur mit dabei. Warte mal, Leute, ihr habt jetzt die Logos gezeigt. Verarscht uns nicht. Jetzt aber nochmal von vorne. Aichi Musasa. Hast du das vielleicht mitbekommen? Der Dragon Ball Z-Zeichner ist tot. Das hat mich ein bisschen traurig gemacht.
Erschreckenderweise war er nur 3 Jahre älter als mein Papa. Aber jetzt blende ich uns mal aus für die Zwischensequenz. Ja, wir wissen, Capcom, wir wissen es. Danke. Wir haben mitbekommen, dass es ein Spiel ist. Seid da nicht so stolz drauf. Flugzeug! Vielleicht kriegst du die Endcredits hier jetzt auch. Ich hatte die jetzt ja schon ein paar Mal. Ach so! Deswegen habe ich ja gefragt. Ohne Jake gespielt zu haben? Ja. Neo Umbrella. Jetzt sind die Daten in den richtigen Händen und die Lage scheint sich endlich zu beruhigen. Sie hat die gleichen Klamotten. Nach Jakes Rettung haben BSAA-Beamte seine Beziehung zu Albert Wesker als streng geheim eingestuft, da sie eine Bedrohung für die globale Sicherheit darstellen könnte. Ich habe noch nie so ein hübsches Service in einem Flugzeug bekommen. Tja, das sind nur die geilen Regierungsflugzeuge. Ja. Mit dem First Class sitzen. Oh. Die $50 kann man aus dem Port kosten. Ob Leon je wieder Flugzeug fliegt? Meinst du als Passagier oder als Pilot? Sowohl als auch. Eddie schreiben sollen, ich habe meinen Preis runtergesetzt auf ein Date. Ich werde nie wieder nicht eine Giraffe und einem... Ach, okay. Reden wir nicht drüber. Für alle, die es nicht sehen, möchte ich jetzt auch nichts provozieren. Ne? Sherry ist doch gar nicht gestorben. Ich bin... Doch, einmal bin ich gestorben. Echt? Ja. Ach, stimmt. Ah ja, doch, doch, doch. Ich muss jetzt noch einmal kurz mitlaufen lassen. Hm. Ja. Da ist sie nämlich, die Sequenz. Ja, ich auch. Ach so, weil stand das Spiel verlassen. Ne, ich glaube, er hat uns nur getrennt. Oh, ich will nicht getrennt. Wir hatten eine Abmachung. Lecker Apfel. Vor allen Dingen sind seine Ansprüche seit Sherry sehr gesunken, ne? Guter Einfluss. Ich meine, ja, es sieht nach viel Action aus, aber es sieht auch sehr geil aus, ne? Ja. Halten Sie Ihr Versprechen? Die sind grün! Wäre ein cooles Spiel geworden. Wäre es. Meine Lieben, wir sagen dann tschüss, bis zum nächsten Mal. Dann sehen wir uns bei Ada wieder. Habt einen wunderschönen Tag und haut rein. Tschüssi.